Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Avatar Frontiers of Pandora. Mein Name ist Gintonix und schön, dass du wieder mit am Start bist. Ja, wir sind hier im Lager der Sesswa. Wir haben hier diese süßen kleinen Elefantis kennengelernt, die überall liegen. Hier zum Beispiel auch. Seht ihr den? Süß, oder? Super knuffig. Und da hinten ist sogar eins, was ein kleines Baby hat, ne? Wo war das nochmal? Hier, da. Ein kleines Baby. Süß. So, und wir sollen jetzt Akurai im Milchlager finden. Und die ist hier. Sieht zumindest so aus. Und deswegen, da gehen wir jetzt mal hin und quatschen mal mit der. Hallöle. Wer bist du denn? Ah, das Kind der Sarento. Der Klatsch eilt dir voraus. Hoffentlich guter Klatsch. Nur, dass deine Kriegskünste immer besser werden. Nichts Anstößiges. Ich kenne Kin. Er braucht etwas Milch. Oh, Kin. Seine Scherze waren legendär. Aber seit Susul weg ist, ist er ganz anders. Hier, frische Milch. Eine gütige Gabe der Sakro. Die Grundlage unserer Stärke. Wer ist Susul? Kins bester Freund. Hast du es nicht gehört? Er ist jetzt der Bödenträger. Hat den Clan verlassen. Für immer. Er trägt diese furchtbare Last. Das war sicher sehr schwierig. Freunde und Verwandte zurückzulassen. Eine traurige Ehre. Er nahm unsere Bürden auf sich, damit wir reisen können. Dank Susul wandern wir mit den Sakro. Frische Zakrum-Milch haben wir bekommen. Trifft Kinder am anderen Ufer nördlich des Kreises. Okay. Aber jetzt erstmal Sagbuch. Jagdbuch natürlich. Zakrum-Milch aus der Höhenprärie. Gesammelt von einem erfahrenen Molkereimeister. Gefertigt von einem Kunsthandwerker der Sesma. Vor allem gefertigt. Kunsthandwerker. Die Verwendung von Zakrum-Milch als Hauptkochzutat in Kombination mit Feuersaat hat angeblich eine besondere Wirkung. Die nahrhafte Milch der riesigen Zakro aus der Höhenprärie, gesammelt von angesehenen Molkereimeistern. Zakrum-Milch ist die Hauptzutat, Entschuldigung, also wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Hauptzutat von Sesswa Käsesorten sowie Zanke, ihrem traditionellen Getränk, Sake. Scharfe Kräuter. Gefertigt von einem Kunsthandwerker des Sesswa. Kräuter mit einem sehr starken Geschmack. Diese Kräuter sind scharf und verleihen jedem Gericht einen feurigen Hauch. Na, wie kauen sie manchmal, um sich zu konzentrieren oder um sich von Schmerzen oder Sorgen abzulenken? Boah, weil die so scharf sind. Eieiei. Okay, was haben wir jetzt hier noch bekommen? Ein paar Entwürfe, Ausrüstung. Netuschal. Weiß nicht genau, was wir da jetzt bekommen haben. Aber gut, Rezepte. Fruchtige Eier anscheinend hatten wir noch neu. So. Dann wollen wir doch mal dahin eben. Sarentu-Totem. Die sind alle oben auf dem Baum, ne? Nee, okay, dann ist... Oh, hier ist noch ein ADA-Lager. Das haben wir gar nicht gemerkt, als wir daran vorbeigeritten sind, oder? Spannend. Ah, die Landschaft ist schon echt Bombe, ey. Hallo? Sei gegrüßt. Es heißt, die äolische Windflöte an diesem Ort muss gestimmt werden. Aber sie liegt nicht auf meinem Weg. Kommst du dort vorbei? Vielleicht laufen dir danach die Tiere zu. Aioli-Windflöte. Eine gute Aioli-Windflöte, du.
So, Schattenwasserpest heißt es. Okay. Schattenwasserpest, faserige Wasserpflanze, die als Werkmaterial verwendet werden kann. Die Schattenwasserpest wächst in flachen, stillen Gewässern und liebt den Schatten dichter Bäume. Ihre Blüten sind orange und sie wächst oft in der Nähe von Schlangenholzbäumen. Bast ist eine robuste, flexible Faser, die aus der inneren Rinde unterschiedlicher Pflanzenarten, vor allem Pandoras Wasserpflanzen, gewonnen wird. Navi verwenden den rauen Bast, um daraus Schnüre, Seile und widerstandsfähige Stoffe zu weben. Und die Ruheknolle. Eine große, schüsselähnliche Pflanze, die Regenwasser sammelt. Mhm, Navi-Name Speikakatiu. Nepenthes lacustrine, fleischfressendes Pflanzenbecken. Ruheknollen sind große, fleischfressende Pflanzen, die auf flachem Untergrund in der Höhenprärie vorkommen. Ihr Hauptkörper ist ein einzelnes, wachsartiges Blatt, das zu einer riesigen Schüsselform heranwächst. Die Schüssel füllt sich üblicherweise mit Regenwasser, in dem das aromatische Harz der Pflanze aufgelöst wird. Dieses wohlduftende Wasser lockt eine Vielzahl von Insekten und Lebewesen an, die in der Flüssigkeit gefangen werden, an den glatten Seiten der Schüssel nicht mehr hochklettern können. Unter der Wasseroberfläche wachsen aus dem Boden der Schüssel lange, dünne Ranken, die sich strecken, um die ertrinkende Beute zu greifen und schließlich zu verzehren. Vögel und Navi sind gegen diese Falle immun, da die Pflanze scheinbar in der Lage ist zu erkennen, was das in ihr enthaltene Wasser aufwühlt. Ruheknollen benötigen einen relativ flachen Boden, damit ihre Blätter in die charakteristische Schalenform gedeihen können. Der Boden selbst kann felsig, schlammig oder Waldboden sein, doch wachsen sie überwiegend auf offenen Flächen. Navi nutzen Ruheknollen bekanntlich als Badeort in der Höhenprärie. Die Ranken im Wasser erforschen und streicheln die Beine der Navi, wodurch ihre Haut sanft abgeschuppt wird, sodass die Pflanze die abgestorbenen Hautzellen dann als Nahrung aufnehmen kann. Neben der Erholungsfunktion ermöglicht die wasserbeckenartige Struktur des Pflanzenwesens auch die Nutzung als Fallkissen aus beeindruckenden Höhen. Ah ja. Und habe ich noch was zu Rezepten bekommen jetzt, oder was? Hä? Ach, die käsige Sehana. Ach, das ist das mit den scharfe Kräuter und Sakromilch, ne? Aha. Das Rezept. Gut, dann wollen wir doch mal hier zu der Kollegin laufen. Mal gucken, wo sie bleibt. Aber hier die Prärie, das ist schon cool, ne? Die weite Prärie. Mein Heilungsbeutel ist voll. Das ist aber gut, auf jeden Fall. Oh, ein Zakku schläft unterm Baum. Hallo. Süß. Der junge, abenteuerlustige Pasuk frisst lieber abseits seiner Herde. Süß. Ah, die Milch. Für deine Überraschung. Gieß ein. Hallo? Wie heißt er? Ah, Pasuk. Das heißt Beere. So wie diese hier. Er liebt sie. Pasuk. Sieht nicht besonders lecker aus. Sie sind nicht zum Essen da. Durch sie fühlt er sich schön. Hier. Er ist wach. Nur für dich. Ihr seid nun Freunde. Und Sakru, vergessen Freunde nie. Abgeschlossen, der Clan der Wanderer. Ja, Wahnsinn, ne? Die Schwestern sind zurück. Feiern wir mit Käse und Sanke. Trinken wir auf die Rückkehr der Sarentu.
Jemand muss die Drachen steigen lassen. Eine Ehre, die deinen Leuten Freude machte. So werden es alle erfahren. Sei bereit, wenn die Sakru kommen. Okay. Dann gucken wir nochmal. Wir haben jetzt eine neue Quest bekommen. Und zwar die gejagten Jäger. Molkerei Meister Kinn führte mich durch den Kreis. Er erzählte mir, dass die Sarento einst die Feierdrachen steigen ließen. Jetzt signalisiert die Allianz zwischen den Cessva und dem Widerstand. Lass den Signaldrachen am Fuß des Baumes am Zelt des Käsemachers im Kreis steigen. Lass den Signaldrachen im Baum über dem Pali-Gelände im Kreis steigen. Die Drachen signalisieren die Feierlichkeiten. Eine der Drachen hängt in einem Baum auf der Südseite des Lagers. Okay. Gut, wir haben auf jeden Fall zwei Ahnenfähigkeiten. Ahnenfähigkeiten. Wir haben zwei Skillpunkte, Leute. Das ist schon mal ganz cool. Und aus dem Grund würde ich tatsächlich jetzt nochmal hier auf... Wo ist es denn? Da, Überlebender. Ich wollte nämlich ganz noch gerne diesen elementaren Widerstand hier gerne haben. Wo ist er? Da ist er. Genau. Ach, den haben wir ja schon. Blöd. Hä? Moment, was? Hä? Ach, das wollten wir, genau. Rohkost. Und Kochzutaten. Dann können wir nämlich Kochzutaten tatsächlich essen. Das ist halt ganz cool, ehrlich gesagt. Rungen gewohnt. Nehmen wir sie mit offenen Armen an. Jo, okay. Und wir haben noch ein paar Einträge bekommen. Eigentlich. Moment, wir hatten den doch gerade. Da stand doch da gerade irgendwas. Das ist doch hier. Die Frage ist, haben wir das schon alles gelesen? Ich glaube fast nicht, ne? Aber die Frage ist, das ist natürlich super viel. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da gibt's ja viel zu lesen. Ach du große Neune. Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir das mal alles lesen sollen. Das ist natürlich jede Menge. Ehrlich gesagt. So, aber dann wollen wir doch mal hier die Quest verfolgen. Und dann müssen wir da vorne hin. Hier über die Blumenwiese hinweg laufen zu den Drachen, um die schön steigen zu lassen. So, lauf. Hier geht's weiter. Hier können wir tatsächlich immer über diese Blüten laufen, damit wir ein bisschen fixy-foxy sind. Was ich echt angenehm finde, ist, dass wir... Dass wir keine Ausdauer haben, sondern einfach die ganze Zeit sprinten können. Das ist halt ganz cool. Hier ist der eine Drache. Steigen lassen. Zack. Ein Fest. Zeit, den Feuerkäse vorzubereiten. Ja, okay. Ja, im Kreis steigen. Das kriegen wir hin. Da laufen wir jetzt auch schnell hin. Eieiei, der ist da oben, oder was? Ich bin immer für eine Prügelei zu haben, sagt sie. Was ist denn mit ihr los? Also so weit kommt's noch. Wir prügeln uns auch hier nicht. Jetzt bitte. So. Dann flieg du auch mal hoch.
Ja. Einer genau. Noch. Im Ikransitz im Kreis steigen, okay. Autsch. Ich dachte, ich kann das abfedern mit so einem Sprung dazwischen. Sorry. War aber nicht so. So, dann laufen wir mal jetzt zum Ikran-Nest fix. Das ist da oben, ne? Komme ich da hoch? Ah, da komme ich hoch. Sehr gut. Hallo, Zako. Guten Tag. Schön erstmal ein bisschen Drachen steigen lassen. Wunderbärchen ist das. Dieser Drachen steigt im Sturm unserer Feier. Den letzten Drachen darfst du steigen lassen, Zamsiu. Ey, aber wir haben doch gerade alle steigen lassen. Okay, hat sie vielleicht verpasst, hat sie vielleicht anders gesehen. Damo muss. Nun weiß es jeder. Wir sind Verbündete. Der letzte Besuch der Sarentu ist schon lange her. Ihr bringt neue Geschichten. Geschichten von Krieg und Widerstand. Diesmal erzählen wir sie zusammen. Wir führen denselben Speer. Wir reiten vereint. Also, was hältst du von unserem Land? Atemberaubend. Ich würde es gerne von oben sehen, aber meine Ikran antwortet mir nicht. Der Wind über den Ebenen ist gnadenlos. Die Ikran müssen sich sicher fühlen. Die Ikran-Reiter können es dich lehren, du findest sie in Ewa. In der Kammer der Echos. Nicht weit von hier. Vorbei am schiefen Baum und über den Hügel. Sie blasen wieder zu einer sinnlosen Jagd. Nicht sinnlos. Niemals sinnlos. Die Himmelsmenschen folgen immer einem Plan. Ich werde herausfinden, was sie wollen. Finde die Reiter in Ewa. Flieg deine Ikran. Wir greifen die Himmelsmenschen aus der Luft an. Ja, ich würde es auch gut finden, wenn Amai wieder da ist, ne? Das wäre schon irgendwie schön und sehr hilfreich. Oh. Giga Speerschleuder. Ach, cool. Was? Wie bitte? Was ist hier los? Wie cool ist das denn bitte? Was ist das? Hohler Knochen. Hohle Knochen sind die Überreste fliegender Tiere. Sie sind porös und relativ leicht. Meist auffindbar in schützenden Buschkapseln. Aha. Die Überreste eines Lebewesens aus der Luft. Hohle Knochen sind porös und relativ leicht. Er ist leicht zu bearbeiten, aber nicht besonders gut geeignet, um eine Schneide zu halten. Seine Patina hat eine ausgeprägte gelbe Färbung. Knochen sind ein stabiles, vielseitiges Material, das von den Skeletten toter Tiere gewonnen wird. Deren Fleisch von Wildtieren gefressen sowie vom Wetter und der Zeit zersetzt wurde. Navi würdigen jedes Tier, selbst wenn es tot ist, und verwenden die Knochen hauptsächlich zur Fertigung von Jagdgerätschaften. Oh ja. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall Jäger-Speerschleuder bekommen. Eines Hestwa-Speerschleuder, die auch über mächtige Spießsperre verfügt. Guck mal, einer, schau, ey. Kriegen auch immer nochmal neue Waffen, wa? Mega cool. Jagdspeere werden aus Stöckern gemacht. Ah, wait, okay. Ich glaube, da muss ich dann erstmal ganz kurz was ausrüsten, wa? Das ist halt schon verdammt cool, ne? Das ist halt schon verdammt cool. Wir haben hier noch eine Mod gekriegt. Oh. Armschutz-Mod. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Und was haben wir hier? Minangs Knöchelschützer. Oh cool, wir haben jetzt was für die Füße. Das ist ja nice. So, machen wir mal hier die Beinwickel. Sehr cool. Ja, gucke mal einer Schau. Wir sehen ja jetzt mittlerweile wie so ein richtiger Navi aus, wa? Leute, das wird. Das ist ja super nice.
Bald haben wir es, Leute. Bald haben wir es. So, aber den würde ich jetzt gerne ausrüsten, tatsächlich. Und ich glaube... Ah, nee, okay, dann verlieren wir Kampfkraft. Ah ja, okay. Sehr, sehr spannend. Okay, unsere nächste Quest ist also... Verbinde dich mit Awa in der Kammer des Echos. Die Kammer der Echos befindet sich in der Nähe des Kreises. Ich muss nur vorbei am schiefen Baum und über den Hügel. Östlich des Kreises, über den Hügel beim schiefen Baum. Ah ja, also genau hinter uns. Cool. Dann wollen wir da doch mal hingehen. Wir laufen mal hier auf dem Zackro. Das geht sogar. Oh Gott, und der nimmt uns das nicht übel. Ja gut, was soll er machen, ne? Was soll er machen? Umbringen? Oh, neue Quest verfügbar. Mhm. Ja, hallo? Was los? Du weißt wirklich, wie man feiert. Es gibt immer einen Grund zum Feiern. Wir haben genug, Sanko, um die Segelflugpanther zum Singen und Tanzen zu bringen. Heben wir unsere Becher so wie die Speere. Wir sind nun eins. In Geist und in Seele. Eins in Geist und Seele. Ja, in Geist und Seele. Vereinigt für immer und ewig. Überlebt alles. Bleib auf jeden Fall in Erinnerung. Ah, eine Felsmalerei als Erinnerung. Sowas hat noch niemand gesehen. Nicht mal die Sesua, Sarentu oder Sakru. Ich helfe. Was brauchen wir? Wir benötigen Farbstoffe für die Clans. Unser Clan braucht Wolkenspuckersamen und deiner, Bärenfrucht. Mmh, tolle Farbe. Exzellent. Bring die Farbstoffe zum Fuß des Schwingenbergs. Wir werden etwas Besonderes malen. Ich finde, die Sesua, die sind so ein bisschen... Also, die sind auf jeden Fall besser gelaunt, oder? Du siehst nach guter Konkurrenz aus. Zumindest kommt mir das immer so vor. Als wenn die so an sich ganz gut gelaunt sind. So, hier unten wollen noch welche was? Ich weiß, es war dumm, Liebste. Doch ich kann es nicht wieder gut machen. Dieser... Sarentu, du hast unsere Drachen gesehen. Naku und ich haben die schönsten Drachen gebaut. Unsere Liebe steckte in jeder Faser. Jetzt, wo Naku tot ist, kann ich keine Drachen mehr bauen. Ich habe alle unsere Drachen in die Tiefe geschleudert. Als ob mir das helfen würde. Vielleicht war es in dem Moment richtig, Erinnerungen loszuwerden. Töricht. Ein Impuls. Naku hätte mich beschwichtigt. Ich habe die Erinnerung an unsere Liebe beschmutzt, als ich die Drachen entsorgt habe. Vielleicht sind ein paar bei der zerschmetterten Brücke oder bei der Mutter der Flüsse. Und wurden nicht alle fortgeweht. Okay, wir nehmen hier auf jeden Fall mal hier die ganzen Questies an. Guten Tag. Ey, Kollege, du wolltest doch hier... Sag mal, du wolltest doch gerade mit mir schnacken. Sag mal, was ist denn los mit dich? Was ist denn los mit dir? Hallo? Ey, Kollege. Hallo? Wo willst du hin? Ich möchte doch nur mit dir reden. Mensch, ey, jetzt haut er einfach ab, oder was? Das ist auch ein Witzbold, ne? Ich find's auch ein bisschen schade. Das ist tatsächlich so ein Ding, das würde ich ganz cool finden, wenn das verbessert werden würde. Ist, man sieht ja immer nur, okay, sind neue Quests verfügbar. So. Das Ding ist, man bekommt das ja nicht unbedingt angezeigt, wo, sondern man irrt hier rum quasi und sucht danach. Und das ist so ein bisschen, ärgerlich. Kann ich jetzt mit dir reden? Ja, kann ich. Aber dann kann ich hier auch nochmal was klauen. So, jetzt aber.
Falls du dich überlastet fühlst, lass gern etwas im Korb. Der Clan wird es zu schätzen wissen. Sessua reisen ohne viel Gepäck. Harmonie findet man, wenn der Rücken nicht unter der Last ächzt. Okay, was auch immer, Rücken nicht echt. Okay, aber jetzt haben wir tatsächlich alle Quests hier. Das ist doch schon mal gut. Und dann können wir jetzt endlich zu unserer Hauptquest laufen. Da sollen wir uns mit Awa verbinden, ja? Der krumme Baum, ist das der hier? Also der schiefe Baum? Wahrscheinlich, ne? Da sind ein paar Fröschis hochgesprungen. Habt ihr das gesehen? Das sind Wolkenspucker-Kram, ne? Ah, da ist das hingeflogen. Ach so, und da können wir das jetzt aufsammeln? Ach so, so vermehren die sich, ne? So war das ja. Das waren die doch, oder? Ja, Wolkenspucker. Ihre Saat abschießt. Okay, aber die kriegen wir nicht... Kriegen wir nicht schnell genug gefangen anscheinend, ne? Schade. Schade, schade, schade. Aber die haben sich jetzt auf jeden Fall vermehrt, so wie das ausgesehen hat. So, und wir wollen uns jetzt mit Awa verbinden, richtig? Richtig, hinter dem Felsen. Hinter dem Felsen ist etwas... Oh, da ist was gemalt. Was ist das denn? Graffiti? Einfach ein bisschen Graffiti hier gemalt. Was soll das darstellen? Soll das ein Navi sein? Was ist das? Was ist das, Leute? Keine Ahnung, ne? Kammer der Echos. Oh, cool. Cool. Das sieht ganz schön cool aus. Blüte der Echos. Diese Pflanze ist die heilige Verbindung zu Awa, die vom Sessua-Clan der Höhenprärie verwendet wird. Blüte der Echos. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu lesen. Und dann in der nächsten Folge würde ich sagen, obwohl wir lesen erstmal, ne? Vielleicht machen wir das ja noch in dieser Folge. Federklinge. Eine Pflanze, die ihre Saat enthüllt, wenn sie mit den Pollen einer anderen Federklinge in Kontakt kommt. Navi-Name Javrvl? Plumis arbore, gefiederter Baum. Die Federklinge ist optimal an die stürmischen Bedingungen der Höhenprärie angepasst. Einige große, robuste Blätter wachsen in die Richtung der vorherrschenden Winde. Ihre ausgefransten Ränder und starken Riffelungen haben sich derart entwickelt, dass sie die Brise um die Pflanze herumleiten, ohne dass Blätter oder Stiele abbrechen. Sie dienen also als eine Art Windbrecher für die Hauptpflanze, wozu auch die Samenkapseln und eine große Anzahl langer, federartiger Staubgefäße zählen. Ist das Wetter trockener, geben diese Staubgefäße fortlaufend klebrige Pollen an die Luft ab. Die Federklinge bevorzugt offene, sonnige Gebiete und ist für die Bestäubung teilweise auf Tiere angewiesen. Die Pollen werden zum Beispiel von Schreckenspferden und Pfeilrehen zu anderen Pflanzen transportiert, die an Orten entgegen der vorherrschenden Windrichtung wachsen. Die Navi verwenden Federklingen für zahlreiche Zwecke. Ihre Blätter eignen sich als improvisierter Windschutz beim Entzünden von Feuer und die langen Staubgefäße dienen als leicht entzündliches, süßduftendes Anmachholz, wenn sie fachgerecht getrocknet wurden. Anmachholz, hey, süße, süßi. Navi verzehren auch die Samen der Federklinge. Die große, stärkehaltige Nuss findet in zahlreichen Gerichten Verwendung. Die Federklinge selbst profitiert vom Interesse der Navi an der Pflanze. Sammler der Navi haben gelernt, dass es weitaus einfacher ist, die Samen von einer frisch bestäubten Federklinge zu ernten und tragen die klebrigen Pollen daher gerne am eigenen Körper oder an dem ihrer Reittiere, von einer Pflanze zur anderen. Federklingensamen. Der Federklingensamen ist eine lange, spitze Nuss, die von einer papierartigen, blasenbesetzten Haut umschlossen wird. Er ist essbar und gilt unter den Navi als äußerst schmackhaft. Die große, stärkehaltige Nuss findet in mehreren Rezepten Verwendung. Ja, das darunter, das kennen wir schon. Schluchtschilf. Ein biegsames und feuchtes Schilf. Schluchtschilf wächst bevorzugt in den flachen, fließenden Gewässern der engen Schluchten in der Höhenprärie. Wasser, das durch einen Schilfhalm getrunken wird, soll einen leicht süßlich-sauren Geschmack haben.
Schilf ist der Name mehrerer hoher Grasarten mit langen, hohlen Halmen. Schilf kann zu Tauwerk und anderen Materialien geflochten werden, die bei der Fertigung anderer Gegenstände Verwendung finden. Okay, und Blüte der Echos. Diese Pflanze ist die heilige Verbindung zu Awa, die vom Seswa-Clan der Höhenprärie verwendet wird. Die Blüte der Echos ähnelt sowohl einer hängenden Orchidee als auch einer Trauerweide. Sie verfügt über große, dicke Blütenblätter und Kelchblätter, die von einem zentralen Punkt ausgehen und mit dem darüberliegenden Wurzelgeflecht verbunden sind. Aus jedem Blütenblatt sprießen zahlreiche weidenartige Zweige, die herabhängen und so Schleicher aus leuchtenden Fäden bilden. Wie bei allen Pflanzen, die von den Clans auf Pandora als Zugang zu Awa verwendet werden, sind auch diese Zweige neurale Verbindungsglieder, über die die Na'vi ihre eigenen Erinnerungen einspeisen sowie mit den Erinnerungen ihrer Ahnen interagieren können. Die Pflanze ist ein Lithophyt und wächst kopfüber unter der Decke einer hohen, schützenden Felsformation. Sie nimmt nährreiche Mineralien direkt aus dem Stein, der Luft, dem Regen und dem Nebel auf. Die Blüte der Echos befindet sich in der Kammer der Echos, einem natürlichen Felsenunterschlupf in der Region der Mutter der Flüsse im westlichen Grenzgebiet. Die Kammer der Echos und die darin wachsenden Blüten der Echos sind den Seswa heilig. Sie ist jedoch nicht das einzige Exemplar in der Höhenprärie. Wann immer die Zakro den Clan in die Nähe einer dieser Pflanze bringen, wird dies von der Seswa als Segen Awas erachtet. Die sehen schon immer cool aus, diese Pflanzen, ne? Oh, feierliches Wandgemälde, Level 10. Tukro möchte ein großes Wandgemälde erschaffen, um die Vereinigung der Na'vi-Clans zu feiern. Die verschiedenen Farben repräsentieren die einzelnen Clans. Oha. Oha. Also da haben wir noch einige Tiere vor uns, wa? Da haben wir noch einiges. Sammle Seswa-Drachen in der Höhenprärie. Und leiste einen Beitrag zur Seswa-Gemeinschaft. Gut, dann würde ich doch mal sagen, in der nächsten Folge verbinden wir uns mal hier mit diesem Tentakelteil. Nein, natürlich nicht, aber sieht natürlich immer etwas eigenartig aus, ne? Gut, alles klar, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, du schaltest auch wieder ein. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass gerne Like, Kommentar, Abo da. Das würde mich sehr unterstützen, würde mich sehr, sehr freuen, würde mir sehr helfen auf unserem Weg zu den 500 Abos. Und ja, dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich im Voraus und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, morgen oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.